Hallöchen meine lieben Balkongartenfreunde, als ich dieses Video gedreht habe, war Anfang August und ich war am überlegen, was ich nun noch auspflanzen könnte. Da bin ich auf den bekannten Endiviensalat gestoßen, der ein wirklich leckerer Salat ist. Im Freiland hatte ich diesen auch schon sehr erfolgreich angebaut und die Ernte ergab riesen Salatköpfe. Außerdem eignet sich der Salat perfekt als Winterkultur. Er ist bis zu minus 6 Grad frostsicher. Eine späte Aussaat bzw. Auspflanzung ermöglicht es, den Salat bis spät in den Winter ernten zu können. Somit ist er ein wirklich toller Wintersalat, der euch auch in der kalten Jahreszeit mit Vitaminen versorgt. So, kommen wir aber mal zum Endiviensalat anbauen. Was ist zu beachten? Zuerst wählt einen sonnigen Standort aus. Dann sollte der Salat im Abstand von ca. 25 cm gesetzt werden. Bei meinem Balkonkasten von 1 m x 40 cm ermöglicht es mir ca. 4 bis 6 schöne Endiviensalate einzupflanzen. Am besten reichert ihr die Erde nun mit etwas Langzeitdünger an. Dann ist der Salat gut mit Nährstoffen für die ganze Kulturdauer versorgt. Ich probiere dieses Mal die Variante mit Schafswohldünger. Ich mache ein Pflanzloch und gebe ein paar Pellets davon hinein und vermische es mit der Erde. Nun setze ich die Endiviensalatpflänzchen hinein und fülle das Pflanzloch mit Erde auf. Ja, nun alles schön angießen. Und wenn ihr abends einpflanzt, dann achtet bitte darauf, die Blätter nicht zu nass zu machen. Am besten eignet sich meiner Meinung nach die Pflanzung, wenn 2 bis 3 Tage schlecht Wetter ist. Dann kann der Salat in Ruhe Wurzeln bilden und wird nicht gleich von der Sonne verbrannt. Ja, und so sieht der Salat nach einem Monat aus. Also wir haben heute den 7. September. Ja, und man kann sagen, es sind 35 Tage vergangen und der Salat ist sehr, sehr gut gewachsen. Ein, zwei Salate werde ich jetzt aber bald abernten, um wie gesagt den übrigen Pflanzen mehr Platz zu verschaffen. Dazu mache ich sicherlich auch ein Rezeptvideo, lasst euch also überraschen. Am besten lasst ihr dann ein Abo da und dann sehen wir uns sicherlich bald wieder. Euer Balkongärtner Christian. Ciao, ciao.